Was gar schön so seit eh und je beim Büffellaufen so einzigartig gemacht, sind die unterschiedlichen Campusläufen. Die, wie wir gleich sehen werden, in mühevoller Handarbeit geschaffen werden. Der erste Weg ist einmal in den Wald raus, dass wir mal das Holz erwischen und da muss man auch schauen. Das Beste war natürlich, wo ich kriege ein Zirn. Linden geht auch. Und wie gesagt, mal den Baum mal anschaut, dass er nicht ganz ostig sollte nicht sein, weil sonst, wie gesagt, die ganzen Äste, erstens einmal, dass die Schwaben schnitzen. Wie gesagt, ein schöner Baum sieht sehr wenig Äste, da weiß ich, ganz günstig sind. Ja, nachher, wie gesagt, wird er eben umgeschnitten, der Baum. Er wird auf die Länge, was ich eben für den Kopf brauche, wird nach oben geschnitten von so einem Pluck. Und nachher der Arbeit den vorher ganz grob, was man so vorgestellt hat, wie der ausschauen soll, das musst du natürlich vorher schon ungefähr vorstellen. Ganz grob einmal mit dem Motorsägel arbeiten. Und wenn das grob heraus ist, dann sieht man eigentlich schon die Konturen für den Kopf. Und wie gesagt, deine Vorstellung wird, man muss da schon da sein, wie es dann vorgestellt hat, wie der werden soll, der Kopf. Und das noch ist, nachher, wie gesagt, wieder eingespannt. Erinnert direkt bei Schnitzbock eingespannen. Und dann geht die Feinarbeit an, also das Feine auszuschnitzen. Grob ändert sich beim Kopf eigentlich mehr oder weniger vom Groben her nichts mehr, was ich schon mit dem Motor sogar ausgegangen habe. Nur das Feine Außerarbeiten vom Kopf selber. Das ist nachher die wesentliche Arbeit. Dass auch das erstens einmal, wenn es ein beizt nachher, die ganzen Stellen von dem Motor sagt, das muss weg sein, weil sonst nimmt die Beiz, nimmt nachher das Holz nicht an, wo die von dem Motor sagt, schneiden noch das ist. Darum muss das alles sauber mit dem Stemmeisen weggearbeitet werden, dass das wirklich schön glatt ist. In seiner Grundform von den Köpfen im Pokerstein voraus, vor allem Dingen sind eben schwarz, weiß und rot eben. Noch ein bisschen mit schwarz drehen, dass das ein bisschen so alt ausschaut. Die Zähne nicht ganz weiß, sondern auch so ein bisschen das Gelbliche, also Elfenbein rein, dass man ein bisschen mit Gelb rein, dass die Zähne eben, wie gesagt, ausschauen, dass wir uns ein bisschen faul waren. Das kann man dann mit der Farbe ganz gut helfen. Wenn der Kopf dann ohne für sich so mit dem Streichern fertig ist, dann kommt das Herneinzapfen. Das ist ganz wichtig, das Herneinzapfen, weil das wie gesagt, er wird allweil bei den Herren hergenommen und angeschossen. Man kann auch so aufpassen, es wird allweil angeschossen. Darum ist das Einzapfen ganz wichtig, dass das richtig gemacht ist, dass das richtig dreisitzen, die Herren. Und wie gesagt, dass der Zapf selber ins Horn selber reinpasst, das muss direkt in den Horn angepasst werden. Und dann hat das alles einen Halt. Wenn das angestrichen ist, die Herren jetzt aufgesetzt sind, dann kommt noch das scharfe Fell drauf. Und wenn das Kopffell, wie gesagt, und wenn das noch oben ist, dann das Endprodukt, ist nachher das, was noch rauskommt von der Schnitzerei und von so einem Teufelkopf.